Schönen guten Morgen. Ja, wir sitzen jetzt gerade beim Frühstück, was man so unter Frühstück versteht. Und ja, gleich geht es dann auf die Räder und den Reschenpass hoch Richtung Italien. Italien, willkommen. Ja, ich würde sagen, alles Weitere dann gleich. Wir machen uns jetzt noch ein bisschen frisch, essen noch ein bisschen und dann geht's gleich los. Bis dahin. Wir fahren los. Tag 6 startet auf zum Reschenpass. Das ist das Thema. Knapp 55 Kilometer haben wir uns für heute geplant. Ja, und jetzt fahren wir direkt vom Campingplatz hier links auf die Via Claudia auf. Ja, und gucken mal, was da so noch kommt. Ihr seid dabei. Bis später. Für uns ging es jetzt erstmal hier durch so ein kleines Wäldchen, ein bisschen berghoch, ja, aber nichts im Vergleich zum Reschenpass, vermute ich. Ja, der Campingplatz hat ohne Strom jetzt 33 Euro gekostet, kann man nicht meckern. Gestern hatten wir noch Glück mit dem Wetter, es war trocken, haben gut geschlafen. Ja, jetzt waren wir etwas spät dran heute, haben uns Zeit gelassen, naja, aber der Tag ist lang, wir haben keine Eile, kurbeln uns gleich ganz gemütlich den Reschenpass hoch. Naja, erstmal fahren wir jetzt ein Stückchen hier an der Straße entlang, gleich dann in die Schweiz, dann wieder aus der Schweiz nach Österreich, Reschenpass hoch, ja, und dann kommt auch Italien. Und da werden wir dann heute, wenn alles gut geht, die erste Nacht in Italien verbringen. So ist der Plan. Ihr seid dabei, seid eingeladen mitzufahren. Ja, schauen wir mal, was da noch alles kommt dann heute. Traumhafte Kulissen hier. Ja, und das bei einem perfekten Tag. Super, so wünscht man sich das. Klasse. Wirklich schön. Burg Altfinstermünd lassen wir jetzt auch hinter uns. Weiter zum Reschenpass. Ja, es wird hügeliger. Und ich glaube, wir kommen immer höher und höher. Wir sind schon vorm Reschenpass, fertig wie ein Brötchen. Steil geht's hier hoch. Wahnsinn. Wir haben es geschafft nach Österreich. Hier ist jetzt die Schweiz. Aber nur ein kurzes Stück, dann sind wir auch wieder in Österreich. Und dann kommt der Reschenpass. Aber was jetzt hier gerade abging, das war auch schon. Ja, ging steil hoch, war sehr herausfordernd. Naja, jetzt erstmal hier über die Landstraße. Etwas easy weiter, hoffen wir zumindest. Samnauen rechts ab, aber wir fahren, glaube ich, geradeaus. Ja, schade, Samnauen mit Skiern
oder Snowboard wäre sicherlich auch nicht schlecht gewesen. Aber so ist auch schön. Bis jetzt perfekter Tag. Die Sonne lacht wunderbar. Schön. Eine Wahnsinnsabfahrt haben wir jetzt gehabt. Ja, mussten bremsen, sonst wären wir weit über 50 gekommen hier. Im Tal ist es jetzt ganz schön kühl. Ja, aber wir halten hier nicht an auf der Straße. Hier sind zu viele Autos unterwegs, in Bewegung bleiben. Und ich denke, wenn gleich wieder die Sonne kommt, dann wird es auch wärmer. Oder ein Berg. Beides würde helfen. Ja, so wie ich sehe, kommt erstmal eine Ampel. Ja. Rollen wir mal aus. Zollgrenze. Gleich sind wir wieder in Österreich. Hier geht's also los. Dann beginnen wir das ganze Spiel mal. Kleiner Gang und ganz gemütlich hochkurbeln. Ja, so geht es jetzt hin und her, hin und her. Der Reschenpass ist schon Kehre 10. Weiter geht's. Da entlang. Da unten ist die Milli. In der nächsten Kehre werde ich mal warten. Kurbeln wir mal weiter. Da vorne kommt die Kehre 9. Ja, bleiben noch 8. Kehre 9, da geht's rum und weiter hoch, bei angenehmen 6-7% Steigung. Und dann da lang. Kehre 4. Ich habe das Gefühl, je weiter man nach oben kommt, umso geringer ist die Steigung. Ja, Sigma zeigt mir jetzt gerade sogar 0% Steigung an. Das konnte ich vorne schon mal wieder auf das mittlere Kettenblatt wechseln. Ja, 2%. Davor hatten wir so 6-7%. Ja, mit Päuschen machen geht das. Kann man alles so locker durchziehen. Kein Thema. Ja, dann fahren wir mal weiter. Der Noah war so voller Tatendrang, als wir hier zum Reschenpass hochgefahren sind. Ja, der hat heute Morgen auch einen Kaffee bekommen. Ich glaube, ich sehe den gar nicht mehr. Der wird sich jetzt in einem hier durchgekurbelt haben.
Keine Ahnung, bin mal gespannt, wo er gleich ist. Ja, viele Kerlen sind es ja nicht mehr. Ich hoffe, dass er zumindest oben wartet und nicht schon am Campingplatz sein Zelt aufgebaut hat. Ah ja. Ein, zwei Kehre noch, dann haben wir es geschafft. Gleich oben angekommen. Kehre 1, jetzt dürfte nichts mehr kommen. Die letzte Kehre. Da ist sie. Das war's mit dem Pass. Und da oben sitzt unser Sohn und sonstig. Schön auf der Bank in Nauders. Da wärme. Genau das lassen wir jetzt hinter uns und ja, weiter geht's Richtung Italien. Weit kann es nicht mehr sein, aber es geht jetzt noch mal ein Stückchen berghoch. Ja, also weiter trampeln bei herrlichstem Sonnenschein. Ja, hier hinter Nauders kommt uns ein richtig harter Wind entgegen, der pfeift hier durchs Tal. Ja, das macht die Sache nicht einfacher. Es geht leicht berghoch, das wäre noch gut zu fahren. Aber der Wind, der hier gegen uns peitscht, direkt von vorne, ja, da ist nur ein ganz kleiner Gang drin. Mehr ist gar nicht möglich. Ja, aber irgendwann hört das auch wieder auf. Wir kommen jetzt in das vierte Land unserer Reise nach Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja, kommen wir jetzt nach Italien. Venedig ist nicht mehr weit. Wir kommen. Nur noch ein paar Buckel, ja, und ein paar hundert Kilometer trennen uns von Venedig. Vor uns ist jetzt der Reschensee und nach wie vor müssen wir uns wahnsinnig gegen den Wind hier ankämpfen. Ja, macht die Sache nicht einfacher. Ich habe gerade mal geguckt, auch hier waren es jetzt bis zum Reschensee knapp 5-6% Steigung. Ja, kontinuierlich berghoch, aber ich glaube, jetzt sind wir über dem Buckel. Ich
hoffe es zumindest, dass es nach dem Rischensee jetzt runter geht. Fahren wir jetzt erstmal am Rischensee dran entlang. Da hinten ist sogar noch Schnee auf den Bergen. Verrückt. Ja, es pustet hier ordentlich. Ein bisschen kühl ist es auch, trotz Sonne. Ja, ich meine, man sieht es ganz gut. Weiß bedeckte Gipfel. Aber da müssen wir nicht noch drüber. Zum Glück. Ein Postkartenmotiv, die versunkene Kirche hier am Reschensee und da hinten die schneebedeckten Gipfel. Wir haben uns jetzt entschlossen, eine kleine Pause zu machen, hier ein bisschen den Akku in den Beinen auffüllen, aufladen. Da haben wir jetzt leckere Süßigkeiten, Bananen haben wir schon gegessen. Und Laugenstangen gibt es noch. Ja, und wir sitzen hier mit herrlicher Aussicht auf den Rischensee. Ein bisschen laut ist es, aber sonst gut auszuhalten. Ja, Wind hat hier auch nachgelassen, ne? Pfeift nicht mehr ganz so doll. Ja, Sonne macht schön warm. Ja. Perfekt. Ja, gleich geht's weiter, wenn wir wieder regeneriert sind. Frisch gestärkt geht es jetzt hier für uns weiter am Rischensee entlang. Ja, perfekt. So kann es bleiben. Jetzt fahren wir hier eben, ja, entlang der Hauptstraße, hatte ich ja gerade schon gesagt. Nicht ganz so schön von der Lärmkulisse her. Dafür entschädigt aber das Panorama, was wir hier haben. Sehr gut. Ein wenig Stau hat sich jetzt hier gebildet am Rischensee. Ja, Ruhe bewahren und dann mal gucken, wann wir vorbeikommen. Sonst fahren wir jetzt wahrscheinlich die nächsten 25 Kilometer bis zum Campingplatz. Hier hinterher, das heißt, wir rollen. Mit angenehmen 14 km/h ist diese Reisegruppe hier unterwegs. Ja, scheint Zeit zu haben. Ein letzter Blick auf den Rischensee. Ja, und jetzt geht es, glaube ich, weiter über die Straße. Mal gucken, wie uns die Via Claudia Augusta führt. Die erste Radstrecke mit Geschwindigkeitsbegrenzung. 30 darf man hier nur fahren. Ja, es geht hier ordentlich steil ab. 20%, da kriegt man Fahrt drauf. Aber wir halten uns daran. Natürlich, wie auch anders.
fahren wir hier an einer schönen Burg entlang. Geld haben wir auch noch mal gerade geholt. 15 Kilometer noch bis zum Campingplatz. Und Aussicht. Aussicht pur. Seit Kilometern fahren wir jetzt schon hier runter, immer bergab. Ja, man kann so rollen lassen, darf aber nicht schneller als 30, so ist es angeschlagen. Ja, und hier, wenn man so nach links und rechts guckt, dann sind hier überall Apfelbäume, Plantagen, ja, mit kleinen Apfelbäumen. Faszinierend, sehr schön. Ja, und die ganzen Höhenmeter, die wir ja, heute Mittag oder heute Vormittag gemacht haben, die sind jetzt auch wieder futsch. Ich weiß gar nicht, Sigma sagt jetzt ja nur noch 760 Höhenmeter und ich glaube 1400 oder noch ein Stückchen höher waren wir ja heute Mittag am Reschensee. Naja, so ist es, aber wir werden noch mehr Höhenmeter verlieren, weil wir wollen ja nach Venedig. Also weiter geht's. Alles Apfelbäume hier. Noch mehr Apfelbäumchen hier. Ne? Ja. Was haben wir hier für eine Marke? Keine Ahnung. Pink Lady? Ich glaube nicht. Aber sie sind noch nicht reif. Sind noch nicht reif, nee. Ne? Nein, meine auch nicht. Sie sehen nur etwas grün aus, ja. Wenn man sie so betrachtet. Da hast du recht. Kann man doch nicht erkennen. Noch knapp 1 Kilometer, dann müssten wir den Campingplatz erreicht haben. Ich hoffe, dass sie noch ein Plätzchen für uns haben. Ja, und dann das Übliche. Erstmal runterkommen, Puls runterfahren, Zelt aufbauen, ein bisschen was trinken, ein bisschen was essen, vielleicht vorher duschen. Ja, wir werden berichten. Alles Weitere dann gleich, wenn wir den Campingplatz erreicht haben. Wir sind angekommen. Camping Kiefernhain nach 57 Kilometern und einmal über den Reschenpass. Ja, jetzt gehen wir mal rein und gucken, ob die einen Platz für uns haben. Wir sind angekommen, haben Campingplatz Kiefernhain. Ein schöner Platz mit Freibad dabei. Wir haben jetzt hier unsere Zelte schon aufgebaut. Aber man muss dazu sagen, es ist echt ein Luxus-Campingplatz, zumindest was den Preis angeht. Wir zahlen jetzt mit Strom 65 Euro und der Strom kostet 2,60 Euro. Das heißt, der Rest, 3 Personen, ein Zelt, sind 62 Euro. Ja, für eine Nacht, das ist schon extrem viel. Naja, so ist es jetzt. Wir haben es uns verdient. Wir haben den Reschenpass bezwungen, hatten echt tolle Aussichten von oben. Ja, dann ging es eine rasante Abfahrt runter. Alles hat gut geklappt. Wir sind alle heile unten angekommen und jetzt froh, den Tag ausklingen lassen zu können. Wir gönnen uns heute Abend eine Pizza, lassen den Kocher kalt. Morgen geht es dann weiter. Lasst einen Daumen hoch dafür die Tour, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten
Schreibt uns gerne Kommentare. Wir freuen uns auf jegliches Feedback von euch. Ja, morgen geht's weiter. Wir sagen vielen Dank, dass ihr dabei wart. Prost. Bis morgen. Ciao.